Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Abgefahren. Ich bin's wieder, euer Duki, und wir zocken eine neue Runde City Car Driving. Ich habe wieder mal einen Mod für euch mitgebracht und zeige den mal, und zwar den Toyota Supra. Sieht super schick aus, möchte ich da schon sagen. Da ist von hinten. In einem schmissigen Weinrot. Ich zeige euch erst nochmal das Äußere. Wunderschöne Felgen, das sind glaube ich die Standardfelgen von einem Supra. Sieht von vorne schön aus. Wir können das Licht... Ah, hier die Blinker funktionieren. Licht will, glaube ich, gerade nicht. Oder vielleicht, weil wir den Motor noch nicht anhaben. Keine Ahnung. Wir stehen in der Altstadt. Sind hier gestartet. Ich mag die Cockpit... Also die Sitzposition finde ich nicht so gelungen. Die mag ich jetzt nicht so unbedingt. Wir konnten noch irgendwo... Ach ja, genau. Hier ist die Sicht. Also wir sitzen, wie man sieht, sehr weit hinten. Auch quasi schon in der Rückenlehne. Da müsste man wohl irgendwie in der Config mal die Ansicht... Ich weiß nicht, können wir das so machen? Ne, glaube ich nicht, ne? Ne, das sieht nicht so aus. Naja, muss ich mir mal was einfallen lassen, was man da machen kann. Weil man sitzt ja doch sehr weit hinten quasi. Und das ist nicht so realistisch, wenn man sich auch mal den Beifahrersitz ansieht. Sitzt deutlich weiter vorne und wir müssten auf jeden Fall so 10, 20, 30 Zentimeter weiter vorne stehen, sitzen. Was auch immer, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Wir schnallen uns an. Damit kommen wir doch auch so zurecht, ein bisschen nach hinten gerückt. Dann ist man ja auch, das macht man doch, wenn man cool fahren will, oder? Dann sitzt ganz nach hinten, die Lehne ganz nach hinten. Und dann aber trotzdem so nach vorne gebeugt. Cool mit einem Arm übers Lenkrad. Übers Lenkrad gelehnt. So ist man auch richtig cool, oder? Ich weiß nicht. Wir fahren auf jeden Fall trotzdem angeschnallt. Das ist am coolsten. Motor an, Handbremse los. Erster Gang. Oh ja, das sieht gar nicht schön aus. Habt ihr gerade schon gesehen, ne? Beim Beschleunigen. Also, der Fahrer hat eine Kopfbewegung. Und, also die Trägheit wird nachgeahmt des Körpers und der Kamera quasi. Und dadurch gehen wir zurück und wir sehen dann auf einmal nichts mehr. Weil der Sitz... quasi uns die Sicht versperrt, ne? Weil wir mit dem Kopf so weit zurückgehen. Das kann natürlich... Schade, ey. Das ist kacke. So, also wir dürfen nicht so hart beschleunigen, damit unser Kopf nicht zu weit nach hinten geht. Aber ich glaube, wir gehen in eine andere Ansicht. Obwohl ich am liebsten in der Cockpit-Ansicht fahre, ist mir einfach am echtesten, in Anführungszeichen natürlich. Naja, schade. Muss ich nochmal irgendwie gucken, ob man da was einstellen kann. Weil so ist das ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Map! So, gucken wir uns mal hier vor dem. Jetzt drücken wir mal ein bisschen drauf. 130, der geht auf jeden Fall gut ab. Mal eben im dritten Gang hochgezogen auf 130. Gucken, ich glaube, wir kommen hier rechts zum Motorway, oder? Country Motorway, Landstraße. Ja, da gehen wir mit uns zufrieden. Geben wir uns mit zufrieden. Ich denke mal, da dürften wir noch ein bisschen Gas geben können. Oh, Mist, ey, das juckt mich doch schon ein bisschen hier mit der Perspektive, dass wir da mal den Sitz sehen. Weil ich finde die Cockpit-Perspektive am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kann man so reinzoomen. Ne, kann man auch nicht. Ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Ich ärgere mich. Es ist so ärgerlich. Na egal, komm. Gib mal Gas hier. Beschleunigen einfach so im... Erst so ganz normal. Überholen hier einfach direkt. So, jetzt habe ich zu viel Gas gegeben. Oh, Kreisverkehr. Es ist doch scheiße, Mann. Man sieht einfach nichts, wenn man zu viel Gas gibt. Jetzt im vierten Gang kann ich voll durchbeschleunigen. Und es reicht, damit mein Kopf nicht im Sitz verschwindet. Ah, Mann, ihr fahrt aber auch wie die Besenkten, ey. Die Cockpit-Perspektive finde ich auch nicht so pralle. Also die Motorhaubenansicht jetzt hier. Wir fahren einfach mal über alle Verkehrsinseln.
Da kämen wir nichts hart auf die Bremse. Ja, also die Kamerabewegung ist auf jeden Fall sehr extrem. Da gibt's mit Sicherheit, und da stelle ich mal eine Mod für, die das ausstellt. Und das werde ich für die nächsten Tests und, ja, wenn ich euch mal wieder Mod zeige, dann werde ich das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, dass es nicht mehr so ist, weil selbst in dieser Ansicht, wir geben Gas und die Kamera fährt mächtig zurück und wenn wir jetzt auf die Bremse treten, mal voll, dann seht ihr, wo wir eintauchen, ne? Also wir sind quasi unten dann der Kühler oder was, ne? Wir sind die Kühlerfigur und können uns mal die Ansicht eines, ja, Kühlergrillgitters angucken, wie es da so aussieht. Ist nicht ganz so gelungen, finde ich. Kann man bestimmt einstellen, wegmodden. Wird sich zeigen, werden wir sehen. Und dann ist auch das im Cockpit behoben. Dann sitzt das alles auch richtig, nicht wahr? Aber ansonsten muss ich sagen, Mod gefällt mir sehr gut. Der Innenraum knispelt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also wenn ich hier das Lenkrad bewege, man sieht da so ein Rauschen, so ein weißes. Ich weiß nicht ganz genau, warum das so ausgeprägt ist. So. Sound gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ja, der zieht natürlich heftig durch. Super geil. Wir sollten eigentlich mal auf dem Motorway irgendwie, wenn wir da den Weg zu hinfinden. Ja, kann man nicht rauszoomen auf der Karte hier? Nein, hallo. So, man kann sich bewegen. Man kann nicht rauszoomen. Wow! Was zur Hölle? Ist die Sau in mich reingefahren? Alter! Was ist los mit euch? Haben die ein Rad ab? Irgendwas ist doch hier nicht richtig. Ja, hier Warnblinker eigentlich mal einschalten, ne? Hat er auch da hinten? Ja, ey, was ist das hier? Amokfahrt oder was? Fahren die einfach mal voll in uns rein. So, wir machen jetzt mal einen Sprint von 0 auf 100. Wir gucken uns, wir orientieren uns. Wir gehen in die Ansicht und orientieren uns oben an die Anzeige, oben links. 3, 2, 1 und los. Zack, 100. Oh, Alter, 180. Und jetzt müssen wir in die Eisen gehen. Ich habe hier keinen Bock, in Gegenverkehr einen Unfall zu bauen. Und hier noch in den Lastwagen rein zu rascheln. Aber das war schön unrealistisch schnell. Das gefällt mir natürlich. Ich glaube nicht, dass es denn echt so abgeht. Ich weiß nicht, was er braucht. 5 Sekunden oder 6. Je nachdem, was für Motor. Den gibt es ja als Turbo und als Sauger den Supra. Aber der hier geht natürlich verhältnismäßig extrem ab. Das ist bestimmt der aus The Fast and the Furious. Da, schon wieder 150 auf dem Tacho. Innerorts natürlich unverantwortlich von uns. Aber, wir heißen ja auch abgefahren, ne? Und nicht irgendwie abgelaufen oder so, oder abgeschlichen. Das kann ja jeder. So, wir fahren einfach auch mal rechts, wir folgen der Masse. Oder darf man hier sogar nur rechts fahren, wenn wir die Zeichen über uns beachten an der Ampel? Nur rechte Pfeile, ich glaube. Da sind wir richtig, wenn wir auch rechts abbiegen. Ja, und man sieht, wenn man hier mal links rüber guckt, die Spielerfiguren sehen natürlich super realistisch aus. Das ist Grafik von dem aus dem Jahre 2005, möchte man schon fast sagen. Wenn überhaupt. Also da sah die Sims 1 sahen besser aus. Und das ist ja auch schon was älter, ne? Naja, kann man nichts machen. Kann man vielleicht auch doch vielleicht was gegen machen mit Mods oder was weiß ich. Ich bin ja kein Modder, muss man ja immer im Hinterkopf behalten. Ich suche den ganzen Quatsch nur, installiert hat und freue mich, dass das klappt und dass es gut ist. Und dann ist auch gut, aber mehr mache ich da auch gar nicht. Ich glaube, so eine Kameraeinstellung würde ich vielleicht noch hinkriegen, dass man jetzt hier in dieser Sicht vielleicht links an der Motorhaube klebt. Aber viel mehr würde ich mir da gar nicht zutrauen. So, sind die hinter uns, oder? Oh, komm mal, Zeppelin. Forward. Immer vorwärts. Fahren wir hier auf die Autobahn?
Hätte ich geradeaus auf die Autobahn gekonnt, aber auf jeden Fall ein Straßenschild. Das hätte ich mir vielleicht angucken sollen. Ah, ein bisschen zu hektisch reagiert. Wir gucken mal, was das nächste Straßenschild bringt. Dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen... Wow. Bisschen auf die Tube drücken können. So, jetzt habe ich die Mucke mal eben ein bisschen leiser gemacht. So, das sieht doch schon schwer nach Autobahn aus. Wir drücken drauf, gehen auf die linke Spur. 200 km/h erreicht, fünfter Gang. Oh! Nicht aufgepasst. Überhaupt nicht aufgepasst. Schwerer Unfall auf der AA. Richtung Kackehausen. Testing Ground. Country Road. Das war natürlich verheerend eigentlich. Unser Wagen hätte jetzt einen Totalschaden. Aber wir versuchen trotzdem nochmal drauf zu drücken und uns hier dem Topspeed anzunähern, wo ich nicht genau weiß, wie hoch der liegt. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir das jetzt mit den Verkehrsverhältnissen hier überhaupt erreichen. Ich habe nur 20% eingestellt, aber es ist doch schon viel los hier auf den Straßen. Und hier komme ich nicht durch. Das war klar. Aua, das war klar, hier im Supra einen Unfall gebaut. Alter. Das habe ich nicht kommen sehen. Da haben wir eine halbe Pirouette gemacht. Das mit den fahrerischen Skills müssen wir anscheinend nochmal üben. Aber immerhin können wir blinken und die Spur wechseln wie kein zweiter. Spur wechseln kein Thema, Spur halten, naja, reden wir nochmal drüber, ne? So, und jetzt aber mal 240 oder 239 und trotzdem noch einen Unfall gebaut, obwohl wir bremsten. Oh, hier zieht der Mannschaftsbus von Fortuna Russland einfach mal eben so rüber. Hat uns fast das Leben gekostet, aber da kennen wir ja nichts. So, ich habe schon wieder nicht aufs Schild geguckt. Ich ramm den Dodge Ram jetzt einfach mal weg, oder was das da gerade war. Dreh um, guck hier aufs Schild, was da steht. Testing Road, Country Road. Ja, schon wieder. Das stand da doch gerade schon. Was steht hier denn? Country Motorway, Old Area. Ja, ich will eigentlich nur auf dem Motorway. Ich mach nochmal eben hier Suizid. Geisterfahrer-Action. Zack, aber blinken beim Wiedereinscheren von der falschen Spur. So macht man's doch. Und hier auch die Rallye-Fähigkeiten überprüfen und in den Gegenverkehr rascheln. Sterben. Insassen des Golf 4 sind leider auch leicht verletzt. Habe ich da gerade leichte Anleihen vom Quergehen verspürt? Ich gehe mal eben an den Straßenrand hier. Erster Gang. Vollgas nach links. Und einfach mal drauf latschen, ob wir hier auch so Donuts machen können. Bam! Kenworth, the world's best und immer im Weg. Also ihr habt es gesehen, auf Gras geht es auf jeden Fall. Wenn wir hier eine geeignete Stelle vielleicht in der Stadt finden würden, könnte man da auch, wie in der letzten Folge, einfach mal ein bisschen querfahren. Aber der geht auf jeden Fall nicht so leicht quer. In der vorherigen Karre mussten wir ja nur einmal aufs Gas latschen im zweiten Gang. Der ging direkt weg. Da ging dir das Blech weg, aber hier im Supra gar kein Thema. Wir können jetzt zweiter Gang bequem drauflatschen, hochziehen, schalten. Einfach mal ziemlich gewagt überholen. Und mit 180 auf der Landstraße entlang preschen. Weiter hoch beschleunigen. Dem Beetle ausweichen. Und trotzdem Unfälle bauen en masse. Ich muss es natürlich rechtfertigen. Und zwar liegt alles an der Fahrersicht. Ja, also da kann ja auch kein realistisches Gefühl auftauchen, wenn ich hier so hinterm Auto quasi irgendwo eine Kamera befestigt habe, ja, und da dann mitfahre. Ich würde ja am liebsten in der Cockpit-Perspektive fahren, aber ihr seht ja, was dann passiert. Alles nicht so vorteilhaft. Haben wir ja schon gerade gehabt die ganze Zeit.
Da, das ist doch kacke. So, vierter Gang. Dann geht's ja. Bleiben wir einfach die ganze Zeit im vierten Gang. Und machen jetzt mal richtig Kamikaze-Style hier. Gucken, wo wir so landen. Natürlich auf dem Grün. Ist natürlich auch am schönsten, wo es grün ist. Und da kriegen wir gar keinen Grip und fahren direkt geradeaus. Unser Lenkwinkel hat nichts gebracht. Och, ist das scheiße mit dem Sitz, ey. Weil der macht mir echt Spaß, muss ich sagen. Ich würde gerne mal ein bisschen schneller fahren und so. Und auch mal in der Stadt oder so überhaupt im ersten Gang Vollgas geben und im zweiten dann auch noch. Und im dritten, sodass ich sehe, was passiert und nicht so hinter meiner Rückenlehne verschwinde. So, was haben wir denn? 260 auf der Uhr und da fahren wir wieder aufs Gras. Können es aber noch gerade eben retten. Ich dachte schon, das war's auf dem Gras, aber das war's noch nicht. Ja, 260, ey, Hammer. Und das nicht mal auf der richtigen Autobahn, nicht mal auf dem Motorway. So, Straßenschilder, komm. Sag mir mal, wo der Motorway ist, schnell. Da ist wahrscheinlich wieder Old Motorway und Testing Ground, jawohl. Ah, ist doch kacke hier. Wenn man sich nicht auskennt, ne, in einer fremden russischen Stadt. Auf dem Scamander, auf der Scamander Avenue sind wir. Sagt uns nichts, bringt uns nichts. Unnütze Informationen, aber es sieht auf jeden Fall nach städtischem Gebiet hier aus. Kreisverkehr. Ja, okay, die scheinen auf jeden Fall hier rumzuführen. Aber das sieht mir nicht nach der Autobahn aus. Das sieht mir nach der Strecke aus, auf der wir die ganze Zeit unterwegs waren. Nämlich dieser Land-Motorway. Countryside. Ich weiß nicht, wo die Autobahn sein soll. Ich habe noch kein Straßenschild davon jetzt gesehen. Und deshalb kommen wir gleich zu spät. Ich glaube, dass es nicht mehr geht und die Ampel ewig auf Rot steht. Jetzt ist sie natürlich grün und wir können Gas geben gehen. Ich würde auch sagen, wir parken gleich mal rechts ran. Obwohl, ich muss wirklich sagen, der Mod macht mir sehr Spaß, die Karre super geil zu fahren. Nur diese Kameraeinstellungen gehen halt nochmal gar nicht, um wirklich Spaß damit zu haben. Also ihr habt ja gerade gesehen, man kann auch in der Third Person quasi fahren, wenn man das Auto von hinten sehen will. Aber das ist nicht das Gelbe vom Ei. Und wir fahren in die Tankstelle rein. Wenn uns dieses Straßenschild, was anscheinend aus Diamanten besteht und 200 Meter tief im Boden eingelassen ist, wenn uns das nicht aufgehalten hätte, wären wir voll in diese Tankstelle reingerast, hätten hier einige Menschenleben gefordert. Aber Glück gehabt nochmal. Wir steigen aus. Motor aus, Handbremse abschnallen. Zack. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Mod-Vorstellung. Toyota Supra, abgefahrenes Teil. Im Fazit einfach mal eine geile Beschleunigung. Ein korrekter Sound. Sieht wunderschön aus. Aber die Kameraeinstellungen, die Kameraperspektiven sind nicht ganz gelungen. Man sitzt im Cockpit einfach zu weit hinten und sieht dadurch immer den Sitz, wenn man beschleunigt, weil die Beschleunigung bewirkt, dass wir mit dem Kopf nach hinten gehen. Ihr habt es gesehen, ihr wisst, wie es aussieht. Ist nicht ganz so geil, mal gucken, ob wir das gefixt kriegen. Aber bis dahin sage ich euch danke fürs Zusehen, wünsche einen angenehmen, was auch immer ihr noch vor euch habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!